Hey Leute, ihr seid doch die Teufelskicker, oder? Ben, du hier und nicht in Hamburg? Tja, da erstaunt ihr, was? Hallo, ich bin Katrina. Ah, Leonies Cousine, oder? Genau. Aber sag mal, wie kommst du denn hierher? Na, mit einem dieser Fernbusse. Ich muss unbedingt mit Leonie sprechen. Tut ihr das nicht eh dauernd übers Internet? Schon, aber ich habe neulich mit ihr geskypt und mich dabei, glaube ich, ein bisschen blöde angestellt. Du meinst das Gespräch, bei dem du ihr die neuen Bandmitglieder vorgestellt hast? Ja. Ich fürchte, das hat sie mir übel genommen, denn seitdem habe ich gar nichts mehr von ihr gehört. Woher weißt du eigentlich davon? Sie hat mich direkt angerufen, nachdem euer Gespräch beendet war. Und dabei war sie ziemlich durch den Wind, falls du es wissen willst. Eieieiei. Das war ziemlich krass für sie, was? Kann man wohl sagen. Dabei habe ich das gar nicht so gemeint. Ich wollte ihr nur zeigen, dass ich mich um die Sache mit unserer Band kümmere. Ich fürchte, mit dem Anruf hast du eher das Gegenteil erreicht. Sie hatte das Gefühl, dass du die Band ohne sie startest. Mit Welttournee und Major-Deal und allem drum und dran. Und vor allem ohne sie. Ein Grund mehr, dass ich sie sofort sehen muss. Wo ist sie denn eigentlich? Wir hatten gehofft, dass du uns das sagen kannst. Wollt ihr mich veräppeln? Ich bin doch gerade erst angekommen. Die Sache ist die, Ben. Leonie ist seit heute Morgen spurlos verschwunden. Was sagst du da? Sie hatte gestern einen schlimmen Streit mit ihrem Vater. Oh no. Sie hat sich wieder mit ihrem Alten gezofft? Ja, und zwar ziemlich übel. Sie hat von ihm verlangt, dass er sie nach Hamburg zurückziehen lässt. Ich war dabei. Und natürlich hat er abgelehnt, was? Ja, aber er behauptet, später hätten sie sich wieder versöhnt. Und Leonie hätte alles eingesehen. Daran glauben wir aber nicht so richtig. Nein, das klingt nicht nach Leonie. Sie kann ein ziemlicher Dickkopf sein. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Und deshalb dachten wir, dass sie vielleicht auf eigene Faust zurückgereist ist. Aber dann hätte sie mir doch Bescheid gesagt. Nicht, wenn sie stocksauer auf dich war wegen eurem Gespräch. Aber das ergibt doch alles keinen Sinn. Wenn Leonie allein nach Hamburg zurückgefahren wäre, dann doch, um dort mit Ben Musik zu machen. Wenn sie aber stinksauer auf ihn ist, hat sie doch auch keinen Grund, so überstürzt wegzufahren. Oh weh. Da stimmt was nicht. Jetzt habe ich echt ein ungutes Gefühl. Ich auch. Und das Schlimmste ist, dass ich Onkel Volker gerade am Telefon angelogen habe. Wie meinst du das, angelogen? Ich habe ihm erzählt, dass Leonie den ganzen Tag mit mir verbracht hat und dass sie jetzt mit uns zusammen trainiert. Und wieso? Weiß ich auch nicht. Leonie hat ihm erzählt, dass sie heute mit mir verabredet wäre. Dabei stimmt das gar nicht. Vielleicht hat sie das gemacht, um ihren Vater abzulenken. Vielleicht ist es ganz gut, wenn er erst einmal denkt, dass alles in Ordnung ist. Ja, der ist so drauf, dass er gleich die Polizei einschaltet. Aber wäre das nicht auch vernünftig? Vielleicht ist Leonie in Gefahr. Ich meine, was ist, wenn sie gekidnappt wurde oder so? Was ist denn los, Leute? Ihr seid ja so aufgeregt. Leonie ist spurlos verschwunden, Shoshi. Verschwunden, sagst du? Genau. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo sie sein könnte? Nein. Aber nun macht euch mal nicht zu viele Sorgen. Vielleicht braucht sie bloß mal ein bisschen Abstand. Abstand? Naja, ich meine halt, wie sagt man, eine Auszeit. Wie kommst du denn darauf, Shoshi? Hat sie dir gegenüber irgendwas in der Richtung erwähnt? Nein, nein. Wieso sollte sie mir sowas sagen? Ich kenne sie ja kaum. Aber sie ist schließlich Musikerin. Und ich weiß, dass das bei denen manchmal vorkommt. Was vorkommt? Naja, was ich eben gesagt habe. Dass sie etwas Zeit für sich brauchen. So, und jetzt löchert mich nicht weiter mit euren Fragen. Was weiß denn ich, alter Mann? Entschuldigung. Macht ihr mal euer Training und ich pflege inzwischen den Rasen, wie immer. Wie ist der denn heute drauf? Ja, seltsam. Wer genau ist denn dieser komische Kauz? Das ist Shoshi, unser Platzwart. Er scheint heute mit dem falschen Fuß aufgestanden zu sein. Merkwürdiger Kerl. Wenn man ihn nicht kennt, kann man das denken, ich weiß. Aber er ist schwer in Ordnung. Leonie mag ihn auch. Die beiden hatten von Anfang an einen guten Draht zueinander. Stell dir vor, als wir ihn damals kennenlernten, war er obdachlos. Wirklich? Schau mal an. Er war nämlich früher auch mal Musiker und davon kann er so einige Storys erzählen. Oh ja. Kommt ihr, Leute? Wir müssen weitermachen. Ich will doch Norbert später berichten können, dass wir unser Pensum eingehalten haben. Wir müssen weiter trainieren, Ben. Du kannst gerne zuschauen, wenn du willst. Würde ich gern, aber das mit Leonie lässt mir keine Ruhe. Verständlich. Uns auch nicht, aber
Vielleicht brauchte sie ja echt nur mal eine Auszeit und taucht gleich von selber wieder auf. Aber ich kann hier nicht nur sitzen und warten. Ich würde mich gerne ein wenig in eurer Stadt umschauen und sie suchen. Kann mir vielleicht einer von euch ein Skateboard oder ein Fahrrad leihen? Ich kenne dich zwar erst seit 5 Minuten, aber du bist mir sympathisch. Du kannst mein Mountainbike haben. Danke, Mann. Es steht da drüben. Das Rote. Hier ist der Schlüssel. Aber sei vorsichtig damit, klar? Ehrensache. Wir müssen noch unsere Trainingseinheit abschließen. Komm doch so in einer Stunde wieder hierher. Dann suchen wir gemeinsam weiter. Alles klar. Und ich schaue mich in der Zwischenzeit ein wenig um. Vielleicht entdecke ich ja einen Hinweis, wo sie stecken könnte. Gib mir noch mal schnell deine Handynummer. Für Notfälle. Okay. Hier, bitte. Also, Ben, wir sehen uns später. Und viel Glück beim Suchen. Jo, dann in einer Stunde wieder hier. Also weiter im Text. Wir machen jetzt Steigerungsläufe. Echt nett von Nico, dass er mir sein Rad leiht. So, dann werde ich meine kleine Erkundungstour machen. Guck mal an. Der strange Platzwart macht scheinbar auch gerade Feierabend. Jetzt holt er ein uraltes Moped aus dem Schuppen. Was schaut er sich eigentlich die ganze Zeit so verstohlen um? Jetzt macht er einen Korb am Gepäckträger fest. Will der ein Picknick machen oder was? Jetzt setzt er sich einen Helm auf. Mann, was für eine Schrottmühle. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Typ was zu verbergen hat. Die anderen meinten ja, er konnte so gut mit Leonie. Vielleicht hätte er das ja nur vorgetäuscht, um sich bei ihr einzuschleimen. Er fährt los mit seinem Schrotthobel. Mein Bauchgefühl sagt mir, Verfolgung aufnehmen. Hier ist die Stelle und da ist das Rad. Es ist meins, kein Zweifel. Oh Gott, ob Ben in einen Unfall verwickelt Ben? War? Ja, Leonies Freund aus. Freund? Oh, Freund, Ben, Kollege, das ist doch jetzt vollkommen egal. Sieht aber nicht so aus, als ob es hier einen Unfall gegeben hätte. Das Rad ist unversehrt und sogar mit dem Schloss an einem Baum angeschlossen. Er hat das Rad also ganz gezielt hier abgestellt. Aber wozu bloß? Er? Wer er? Also nochmal für kleine Kinder zum Mitschreiben. Leonie ist weg. Ben ist hier. Leonies Vater auch. Wir alle suchen Leonie. Kapiert? Und jetzt los. Aussteigen. Ja doch. Also los. Hey, kommt mal hier rüber. Was ist denn, Ines? Schaut mal, was hier im Unterholz liegt. Na sowas. Ein altes Moped. Und zwar nicht irgendeins. Das ist die alte Mühle, mit der Schorschi in letzter Zeit immer zur Arbeit kommt. Wer ist Schorschi? Unser Platzwart. Dann hat Ben vielleicht mit diesem Schorschi gemeinsame Sache gemacht. Sie haben Leonie zusammen gekidnappt. Das glaube ich nicht. Die beiden kennen sich ja gar nicht. Aber vielleicht hat Ben Schorschi verfolgt. Das könnte sein. Dann bleibt nur die Frage, warum hat Schorschi ausgerechnet hier sein Moped abgestellt? Hier ist doch nichts außer Wald. Das können wir nur herausfinden, wenn wir ihnen folgen. Und woher sollen wir wissen, wo sie im Wald langgegangen sind? Ich war früher bei den Pfadfindern und bin immer noch ein guter Fährtenleser. Also los. Ah, verdammte Mücken. Autsch, mich hat schon wieder eine gestochen. Ich mag Mücken. Jedenfalls eine. Mückenstiche sind unangenehm, aber normalerweise ungefährlich. Da kann ich dich als Arzt beruhigen. Sag ich doch. Man darf natürlich nicht daran kratzen, sonst können sie sich entzünden. Hier wird der Boden irgendwie sumpfig. Ich zieh mir mal die Schuhe aus und gehe barfuß weiter. Mach ich auch. Ob wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg sind? Ja, hier sind frisch abgebrochene Zweige. Hier ist kürzlich jemand langgegangen. Mann, das wird ja immer feuchter. Du, Katrina, dir klebt da was am Knöchel. Was? Wo? Na da. Sieht schleimig aus, wie eine Nacktschnecke. Oh, was ist das denn? Kein Grund zur Panik, nur ein Blutegel. Oh, wie eklig. Mach ihn ab, schnell. Warte, heb mal dein Bein. Das haben wir gleich. Man muss sie ganz vorsichtig abmachen. So. Oh, wie schauderhaft. Was macht das eklige Vieh an meinem Bein? Ganz einfach, er wollte Blut saugen, wie der Name schon sagt. Oh, pfui, bäh. Das ist ja widerlich. Blutegel sehen eklig aus, sind aber ebenfalls ungefährlich. In der Medizin werden sie sogar zu Heilungszwecken eingesetzt. Na, vielen Dank. Oh Mann, es ist schon ganz schön dämmerig. Und von Leonie oder Ben immer noch keine Spur. Psst,
Habt ihr das gehört? Da war was. Vielleicht ein Waldgeist. Klang eher wie ein großer Hund. Oh nein, da fällt mir was ein. In den Wäldern um unsere Stadt wurden doch kürzlich Wölfe gesichtet. Du hast recht, Katrina. Das habe ich auch gelesen. Das Heulen kommt näher. Mist, was sollen wir machen? Da ist irgendwas im Gebüsch. Schnell, wir müssen uns in Sicherheit bringen. Aber wie? Seht ihr den großen Baum da drüben auf der Lichtung? Der hat dicke Äste. Da klettern wir rauf. Los, alle rüber. Also, wir hoffen, er gefällt euch. Und wir gratulieren den Teufelskickern herzlich zu ihrem 10-jährigen Jubiläum und wünschen ihnen noch mindestens weitere 10 erfolgreiche Jahre. Wenn Herz und Kopf sich anschreien, der eine sagt ja, der andere ruft nein, dann mag es wehtun und es ist nicht leicht. Doch du wirst besser mit der Zeit. Lass los und geh. Komm mit mir mit, lass los und geh mit deinem Herzen mit, lass los und geh. Komm mit mir mit, lass los und geh mit deinem Herzen mit. Der Punky-Song hat die Massen begeistert. Von dieser Band werden wir noch sehr viel hören, davon bin ich überzeugt. Ja, ich verstehe nicht nur was vom Fußball, auch von Popmusik. Geh mit deinem Herzen mit, das ist doch auch ein passendes Motto für das heutige Spiel. Und jetzt laufen beide Teams ins Stadion ein. Der Ball kann rollen, es ist alles angerichtet für ein packendes Derby. Das Spiel läuft. Der VfB erwischt hier im Teufelskicker-Stadion einen Traumstart und sorgt sofort mit blitzschnellem Umschaltspiel und hohem Tempo für enorme Probleme in der Abwehr der Gastgeber. Marc und sein Team scheinen nach der Sommerpause bis in die Haarspitzen motiviert zu sein. Nach einem wirklich schludrigen Pass von Moritz hat Roberto im Mittelkreis den Ball erobert. Nach ihrem Ballgewinn schalten die VfBler blitzschnell um. Roberto hebt den Ball vom Strafraumrand, der kommt in die Mitte auf Marc. Der fackelt nicht lange und zieht einen Flachschuss direkt auf Mehmets Kasten. Mehmet kann den Schuss zunächst abklatschen, das macht er eigentlich stark. Doch nun taucht direkt vor ihm Knipser Lars auf. Und was macht er? Der schippt den Ball problemlos über die Linie. Das ist das Tor für den VfB. Der VfB geht auf fremdem Platz, also frühzeitig in Führung. Jetzt müssen die Teufelskicker sich was einfallen lassen. Das ist eine Floskel, aber es ist wahr.